So, guten Tag, liebe Leute und Zuschauer und wer hier sonst alles zuschaut, also Zuschauer, egal. Nun, wir machen weiter mit dem Let's Play WoW mit unserem Jäger-Nachtgeborenen Anilusion. What are you hiding? Und wir schauen gerade mal, wir haben letzte. In der letzten Folge haben wir diese schöne Quest mit Orcus erledigt, mit Dathalia, die uns auf die als Questgeber eingesetzt hat, war wunderschön. Und dieses Mal werden wir hier in diesem Gebiet ein bisschen weiter questen. Ich habe auch vor, dieses Gebiet, glaube ich, durchzumachen. Okay. Ja, den Scheiß können wir verkaufen, den Scheiß können wir verkaufen. Wäsch damit. Sobald es möglich ist, werde ich auch anfangen, einen Transmog hier anzulegen, weil das sieht ja schrecklich aus. Egal. So, wir haben jetzt drei Quests. Einmal großartige Ernte. Müssen wir 60 Krabbler-Eier, nicht Eier, sammeln. Dann haben wir die Quest den Zenit überschritten. Dann müssen wir 8 infizierte Bären töten. Und Ärger am Azurschacht, bei dem wir uns bei Hauptmann Keaton am Azurschacht treffen müssen. Okay. So, da sind die Krabbler. Wir holen uns jetzt hier. Erstmal die ganzen scheiß Eier runterklatschen. Noch mehr? Noch eins. Gib her. Plus, meins. So. Den killen wir einfach mal. Wow, Schultern, toll. Was? Darf ich den. Warum sind die Eier jetzt verschwunden? Ich habe diese Quest seit Ewigkeit nicht mehr gemacht. Ich töte den und bevor ich den loote, hole ich mal die Krabbler-Eier runter, oder? Was sehr schwer ist. Ah, ne, jetzt funktioniert es, jetzt bleiben sie auch da. Gib das Ei, danke. So, da liegt schon ein Toter, was sehr praktisch ist. Gott, das ist ja. Das ist ja schrecklich. Aha. So. Der nächste Bär. Lups, lups, lups. Ah, wir haben schon fast die Hälfte. Ne, wir haben jetzt die Hälfte. Mehr als die Hälfte. Ist hier noch ein Ei? Ihr müsst doch noch ein Ei sein. Nein. Okay. Und dann wir noch die Bären töten müssen, mache ich das. Weil ich glaube. Ich meine, wie viele Bären haben wir jetzt? Drei und haben. Zusammen mit den zwei Leichen haben wir. Ja, dann kommt das, glaube ich, aufs Gleiche raus. Warum kann ich die jetzt nicht mehr? Okay. Von mir aus. Weg damit. Es ist ein komisches Gefühl, einen Nachtelfen, beziehungsweise einen Nachtgeborenen, aber er hat halt irgendwie das Nachtelfen-Model, ne? Und den auf Horde-Seite zu spielen, sehr, sehr komisches Gefühl. Sehr komisch. Habe ich jetzt einen toten Bären geschlagen? Das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. So. Weißt du das Ei? Ja. Okay. Wir müssen dann die letzten Eier drauf sein. Der macht immer noch einen Schlag auf den toten Bären drauf. Ah ne, ach so, ja, wir hatten 47 und 57, ja. Lesen sollte gelernt sein. Ist ja schrecklich. So, den machen wir auch noch fertig. Der Auto liegt nicht und jetzt verschwinden hier schon wieder die Eier. Das ist doch. Wenn man sich schon so eine Quest ausdenkt, dann sollte man die auch bugfrei machen. Selbst auf dem PC haben die damals besser funktioniert. Ja, ich spiele immer wieder
ältere Version von WoW zwischendurch auf dem PC-Server, weil mich der Nostalgiefaktor sehr interessiert. Ah, und jetzt haben wir beide Quest fertig. Das geht ja schnell. Irgendwie hatte ich da mal. War aber das nicht irgendwie so, dass das hier schwerer sein sollte durch die Levelskalierung? Ich habe jetzt bei der Levelskalierung kaum noch gequestet, aber wahrscheinlich, weil wir noch ziemlich early sind. Und wer seid Vielleicht wird es ja ihr? später noch schwerer. Fürchtet die Lebenden? Ja, ich habe immer noch nicht das Ich bin der Anführer. Autoquest-Scheiße. Begrüßt Ist ja dich. schrecklich. Ich sag das zu oft, oder? Ich glaube schon. Falsch. Interface, Add-ons, Spartan UI. Das kommt nicht durch Spartan UI und ich will das jetzt hier raus haben. Wenn ich wüsste, wo das ging. Race Options, bla bla bla. Module, da bestimmt. Auto-Turning Quests. Jetzt sollte es funktionieren. Ja, holen wir uns als erstes mal die 12 hungrigen Murlocs, die 6 Vorräte des Lagers, die müssen ja auch sein, ne? Ja, genau, die 6 Vorräte. So. Hab ich kein Autoloot drin? Ich bin ja gut. Okay, so. Nummer 1. Hier kommt Nummer 2. Dann mache ich einfach so einen Schaden. Ganz komisch. Matschkieme. Aber das sind aber ziemlich große Murlocs, ne? Ah, der hat eine Quest. Liefert Matschkiemes Flosse bei Hauptmann Keaton am Azurschacht dem Vorgebirge des Hügellands ab. Okay. Achso, das waren Rare oder was? Oder nee, okay. Oh. Die sind auch ziemlich groß. Irgendwie habe ich das Gefühl, die sind hier irgendwie ein bisschen mutiert. Wo ist die Spinne? Da ist er. Der aus dem. Scheiß Range-Kämpfer, ey. Ich glaube, es hackt. So, nächster Happen, dann machen wir unsere Vorrede. Eins und zwei. Vielleicht haben wir jetzt auch schon sieben. Ist trotzdem ein bisschen groß. So. Ja, das ist. Ein Problem bei MMOs ist, dass es hier, zumindest wenn man alleine ist, nicht sehr viel zu kommentieren gibt. Außer dass diese blöden Wichser jetzt die 10 angreifen. Gut. Ich hänge irgendwo fest und irgendwo bin ich noch im Angriff. Im Kampf. Im Angriff. Ich glaube der hier, oder? Ach ja, der wird angesprochen, okay. So, die Murlocs haben wir fertig. Jetzt brauchen wir nur noch die Vorräte, die wir jetzt aber auch gleich haben. Das geht ja relativ schnell. Ich denke, wir sind auch gleich 21 schon. Bums. Oh, die Kugel sah geil, cool aus. Ah, 3 Minuten Abklingzeit. Okay. Und das auch noch. Dann gehen wir auf den und dann können wir wieder zurück. Oh, wenn wir jetzt nicht schon wieder angegriffen werden. Von irgendwo? Wo? Hä? Wer hat uns denn? Ne, wir sind nicht mehr im Kampf. Hä? Gut. Ich sag dazu ja nichts mehr. Holen wir uns noch die 8 Menschen. Wobei wir theoretisch erstmal die Quest abgeben können. Schon kriegen wir noch Quests, die oder im Moment die nächsten Quests waren, glaube ich, in der Mine, wenn ich mich recht entsinne. Wie gesagt, ich habe das seit Cataclysm habe ich hier Hügellande nicht mehr gezockt, glaube ich.
soweit ich mich erinnere. Und ich bin im Erinnern nie sehr gut. Aber... Ah ja, stimmt, da war ja noch die dritte Quest durch. Ah, endlich haben wir einen Umhang. Endlich. So, Schultern. Ach, die Hölle. Ich pack das mal ein bisschen sortierter hier rein. Öffnet die Muschel. Lalala. Passendes Hügelland. Gott, ist der Umhang hässlich. Sieht ja schrecklich aus. Ja, wo sind denn diese Menschen? Ach, in der Mine drin. Okay, ja. Das ist natürlich super. Ich dachte, die wären irgendwie hier oberhalb, aber... Moment, kann ich die... Ja! Okay. Ja, ich stelle mal meinen Gleiter eben auf passiv. Ich sollte vielleicht nicht den Flankenangriff benutzen. Ich hasse diese Quest. Für die man zu viel Schaden macht. Wenn ich jetzt nochmal damit treffe, dann ist er tot. Ah. Okay. Gut, jetzt geht's. Vielleicht sollte ich auch gleich mal die Waffe ausziehen, wenn es jetzt. Wenn die jetzt zu oft sterben. Scheiße. Schau noch der. Nochmal. Und nochmal. Und jetzt. Hä? Bist du wohl ein Gefangener sein hier? Ich glaube, sagt. Hier war auch irgendwo noch eine Quest, da laufe ich auch gleich hin. Eins. So, jetzt. Eins. Zwei. Drei. Jetzt. Ah, da läuft auch einer durch die. So, fünf. Wir brauchen noch drei Stück. Ja, da hat wohl jemand das gleiche Problem wie wir. Das heißt, schimpfen wir jetzt hier runter. Und hoffe, dass wir auch gleich an den Questgeber kommen, der hier irgendwo in diesem Minen ist. Das weiß ich. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Das ist die große Frage. Schon interessant, dass die Untoten mit fetten Riesenspinnen zusammenarbeiten. Naja, passt ja irgendwie, ne? Passt ja. So, wo ist jetzt dieser Questgeber? Ich würde ihm gerne die Quest abnehmen. Geht's hier schon wieder raus? Oder sieht das jetzt nur so scheiße aus? Ne, hier geht's wieder raus. Okay, das heißt weiter rein. Das kann jetzt noch eine Zeit lang dauern. Ich kenne mal eben ein Vieh für das Level ab. Oder zwei Viecher. Oder drei oder vier. Ah. Ach, auf Helfen soll ich den stellen. Sollen wir nachher wieder hier Scheiße machen. So, und jetzt sind wir Level ab. Jetzt können wir auch noch die Quest raussuchen. Menschenbefall. Ja, es ist schon eine schlimme Krankheit. Das sieht echt. Das sieht aus, als würden dann Haufen Gaumen von der Decke. Ach, da ist er! Kackboon! Ja, guten Tag! Ihr hört Kackboon durch die Spinnenweben hindurchsprechen.
Hey, überall Spinnen! Der Hauptmann hat mich geschickt, um die Welt zu retten und Menschen zu fangen. Was ist hier überhaupt für ein Ort? Es ist so heiß hier. Ich... Kakgun redet immer weiter über seine Lage. Vielleicht solltet ihr ihn befreien und ihn in Sicherheit bringen. Ihr könnt ihn auch hier lassen, obwohl es eure Schuld ist, dass er hier in der Mine feststeckt. Bringt Kakgun in Sicherheit. Scheiß Kakgun, ey. Danke, hi, lasst uns ein paar Menschen für den Hauptmann zusammentreiben. Ich hab die aber schon. Folgt der mir oder geht der jetzt von alleine? Okay, der folgt mir. Ja, wirklich schwer ist die Quest ja nicht, ne? Weil ja eigentlich keine Gegner drin sind. Aber pff. Die einfachste Escort-Quest aller Zeiten. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ja, ist in Ordnung, Kakun. Was? So, der greift einfach irgendwelche Viecher an, na klasse. Einst war ich ein Bauer. Ja. Lauf raus, du Bauer. Los. Komm hinterher. Ja, gut. Ist mir egal. Ich habe das Gefühl, ich... Oh. Geht er mir auf den Sack, der Kerl. Ich hätte ihn doch da drin lassen sollen. Ja, ich weiß, dass du ein Bauer warst. So, hier gehen wir raus. Kommst du? Danke. Ja, ich bin zurück. Hauptmann, hurra! Wow, ja toll, ich bin so glücklich zu sehen, dass An Illusion euch in der Mine ausgeholfen hat und damit euren tragischen und unausweichlichen Tod hinausgeschoben hat. Nun, warum zieht ihr nicht einfach weiter? Ich höre, dass die Terrence Mühle nach Verlassenen wie euch suchen, Kakboon. Okay. Die sind genau richtig, ich frage mich, was der Aufseher mit ihnen vorhat. Das letzte, was ich gehört habe, dass die Schlickfelder von furchtbaren Dingen überrannt worden sind. Na klasse. Rettung aus der tiefen Welt. Schon mal was von der Stärkste überlebt gehört? Was ihr da tut, steht in Konflikt mit den Naturgesetzen, mein Lieber. Der Idiot hätte in den Minen sterben sollen. Nicht auszudenken, welchen Schaden er sich oder anderen als nächstes zufügt. Jetzt, da ihr ihn vor seinem unausweichlichen Tod bewahrt habt. Und ihr wisst, wessen Fehler das dann sein wird, oder? Der ist untot, ich meine, das ist ja... Vielleicht wird ja noch was draus. Ist ja... Okay, egal. Jetzt haben wir ihn gerettet, jetzt ist gut. Ich bin halt Nachtgeborener, ist das. Da will man retten und... Pakte mit der Legion eingehen. Das ist so... in den Genen programmiert. So. Nee, ich habe keinen Bock mit dem infiziert. Wer ist kein... wir können jetzt... Gurgel, Hilfe, Gurgel. Ich mach erstmal Gurgel, Hilfe, Gurgel. Ich will jetzt wissen, was Gurgel, Hilfe, Gurgel ist. Vielleicht müssen wir einen Murdoch retten. Oder wir müssen einen Ork vor Murlocs retten. Oder einen Murdoch vor Ork. Ach Moment! Ork retten, das war doch hier. Kann das sein, dass das hier die Quest mit Orkus war? Orkus, den Königsmörder! Ich weiß es nicht mehr genau, aber es wäre möglich. Es wäre möglich. So. Warum kann seine Gilde so rot wie meine Wut ihn nicht retten? Das fragen wir uns alle. Jetzt kommen ja die ganzen Murlocs wieder, ich glaube, es hackt. Schöner Schleim. Kascha, treues Ross von Arkus. Ja. Das ist toll. Ist das... Hat das wie eine Quest? Die haben...
verstehe dieses Gebiet nicht. Wow, kann man sich auch noch ein bisschen angucken, ne? Ja, ist ja gut. Gurgel! Hilfe! August ertrinkt! Helft mir! Questgeber in Illusion! Blub. Zwerg hat August ins Wasser geworfen! Darf nicht sterben! Die Schande wäre zu groß! Rettet August den Königsmörder aus dem Wasser. Erzählt Orkus, dass er in seichtem Wasser steht. Ich werde nicht überleben! Helft mir! Eure Füße berühren den Boden, Orkus. Das hier ist seichtes Wasser. Steht einfach auf und geht zum Ufer. Oh, oh ja! Ja, Orkus ist wieder bei Sinn. Der gastige Menschenmagier muss Orkus Geist verflucht haben. Schnell, wir müssen zum Ufer. Kascha ist verletzt. War das nicht gerade eben noch ein Zwerg? Kascha, komm zu mir. Mir geht es gut. Kascha, nein! Das glaube ich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht... Ist das Vieh jetzt gestorben beim Landen? Orkus Gesicht färbt sich rot wie seine Rüstung. Der Mensch muss irgendeinen Beeinflussungszauber auf Orkus gesprochen haben. Orkus erklärt es euch. In der Hoffnung, etwas über die Truppenbewegung der Allianz im Hügelland in Erfahrung zu bringen, habe ich den schwächlichen Nekromanten Helcula aufgesucht. Helcula hat mich mit dem Aufspüren und Töten von Worgen beauftragt. Normalerweise wäre das eine leichte Aufgabe für Orkus. Doch hatte ich gerade mehrere Portionen Dirges, abgefahrener Chimera-Ock-Koteletts verschlungen. Das hatte mir ganz schöne Magenschmerzen bereitet. Damit fing der ganze Ärger an und ich endete im Wasser. Hört Orkus an, in Illusion. Erfahrt etwas über das Sturmlanzentreffen von Orkus. Ich war gerade damit fertig, die Örtlichkeiten in den Docks zu nutzen, als... Aha, Loktar muss irgendwas mit... Beihöllschreißaxt! Lass mich nicht aussprechen. Ey Linda, wo treffen wir uns mit diesem Typen? Über Blutfang oder so? Und woher in Borstebatzen haben, kommt dieser fürchterliche Gestank? Sie konzentrieren sich auf die Fegefeuerinseln direkt im Westen von uns bei der Küste. Wir wollen sie da treffen, General. Und was den Gestank angeht, Belinda zieht Luft ein. Ich glaube, es kommt von dort drüben. Seht dort drüben, Linda, was zum... Ihr seht nun August dem Königsmörder gegenüber, Zwerg. Eine langweilige Kampfmontage. Kascha, mein Meister braucht dich. Das ging ja schnell. Aha. Genug der Rumspielerei. Oh, jetzt habe ich die falsche Stimme. okay. Ja, so ist das Deutsch. Das Level 80. Wie hoch ist dieser General? Die Rache wird mein sein, doch zuerst müssen wir Kascha heilen. Okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, das weiter vorzulesen. Es dauert zu lange. Okay, also dahin. Morast, Schnauz, Kappe. Ich mache aber erstmal Ärger bei den Schlickfeldern weiter. Ist schön, die ganze Zeit mit so einer Stimme reden zu müssen. So, aber an dieser Stelle werde ich auch mal die Folge wieder beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.